Hey, hallo und herzlich willkommen, Leute. Ich bin's, der Gordon, und ich möchte ein Ankündigungsvideo hier mitmachen. Und zwar werde ich den Minecraft Singleplayer weiter fortsetzen, aber mit einer kleinen Besonderheit. Und zwar wird es nicht der Minecraft Singleplayer bleiben, sondern der Minecraft Multiplayer. Ihr seht schon, ich bin gerade im Game Mode, das heißt, ja, ich bin gerade auf meinem Server und ich habe in der Vergangenheit 4, 5 Leute angeschrieben, beziehungsweise sie haben sich so beworben und ja, den habe ich halt versprochen, dass die auf den Server hier mit draufkommen und mit mir zusammen halt bauen. Also der Server ist nur online, wenn ich aufnehme, damit auch nichts verpasst wird, ne? Und ja, die Leute, die Interesse haben, also ich sage jetzt nicht die Namen, die wissen ja, wen ich meine, schreibt doch bitte in den Kommentaren, ob da noch Lust besteht, weil das habe ich vor 2 Wochen gemacht. Ja, wenn ihr das Video schaut, wäre cool, wenn ihr mal ganz kurz sagen könntet, ob ihr noch Interesse habt. Wenn nicht, dann ich gucke einfach mal, wenn es weniger als 3 oder 4 sind, dann mache ich nochmal einen Aufruf, dass sich doch nochmal Leute bewerben können. Oder ja, generell. Ist es ja so, dass die Welt wurde gespeichert, die ist noch aus der Minecraft 1.4. Das heißt, wir müssten, wenn wir in den Nether gehen, ein wenig weiterlaufen, um diesen Nether-Quarz zu finden. Aber generell habe ich halt alles gepatcht auf Minecraft 1.5.2. Das heißt, den Shader-Mod, wie auch ja, das Texture-Pack. Das heißt, es ist jetzt alles wieder normal. Hier die Bugs im Schank, die haben auch aufgehört. Und ja, es hat sich ein bisschen was am Texture Pack getan. Ihr seht schon, hier sind die Blumen, beziehungsweise die Melonen anders. Und ja, was die Zuschauer erwarten wird, ist, ich habe ja hier begonnen, alleine ein Dorf aufzubauen. Das möchte ich mit den Kollegen dann auch weiter aufbauen. Sprich, nicht jeder hat sein eigenes Haus, sondern wir bauen quasi eine imaginäre große Stadt auf, so ein großes Dorf. Und das wird sich dann hier noch so erstrecken, denke ich mal. Und dann werden wir, habe ich schon uns, also habe ich so vorgenommen, über U-Bahn-Systeme alles miteinander verbinden. Und je nachdem, in welchem Gebiet wir uns befinden, werden andere Themenbereiche angesprochen. Hier habe ich ja gesagt, bleibt es so bauernhofmäßig. Dann werden wir irgendwann mal, ich sag mal, eine Hightech-Stadt bauen. Aber das alles geografisch so weit voneinander abgegrenzt, dass man das nicht sehen kann. Weil es würde im Setting nicht reinpassen, wenn man hier so einen Bauernhof hat und da hinten irgendwie auf einmal ein Wolkenkratzer steht. Also, das zu meinem Vorhaben. Und ja, ich würde mich freuen, Leute, wenn ihr euch einfach meldet. Und sagt dann mal, bis später. Haut rein. Tschüss.